Und so sah er aus, der Lehrter Stadtbahnhof. Noch zur 750-Jahr-Feier Berlins aufwendig saniert, musste er im Jahr 2002 dem Neubau des Hauptbahnhofes weichen. Fast auf den Tag genau war der Lehrter Stadtbahnhof 120 Jahre in Betrieb. Zuerst waren es Dampfzüge, die hier hielten. Seit 1928 dann die rot-beigen Gleichstromzüge der Berliner S-Bahn. Ebenfalls längst Geschichte, die Baureihe 477. Und so sieht es heute hier aus. Der monumentale Glaspalast beherrscht den Spreebogen. Die Bahnsteighalle ist 321 Meter lang und hat eine Breite von 46 bis 66 Meter. Alle Fern- und Regionalzüge halten hier. Drei Etagen tiefer liegen die Bahnsteige des neuen unterirdischen Nord-Süd-Tunnels. Mit dem neuen Bahnhof erfuhr das Berliner Verkehrskonzept eine völlige Umgestaltung und Neuordnung, bei der die Stadtbahn aber deutlich an Bedeutung verloren hat. Im eingemauerten West-Berlin war die Viaduktbahn die Pulsader überhaupt. Nach der Wende wird modernisiert und elektrifiziert. Der ICE hält Einzug. Die alten S-Bahnen wurden von neuen abgelöst. Im Regionalverkehr rollen moderne Doppelstockzüge im Takt. Der Streckenverlauf ist aber noch der alte, dicht an Giebelwänden vorbei. Der Bahnhof Zoo, lange Zeit die einzige Fernbahnstation im Westen Berlins. Einst schmuddelig und Reichsbahn beherrscht, dann frisch renoviert und ICE-Station. Heute nur noch Regionalbahnhof. Berlin ohne die 12 Kilometer lange Stadtbahn auf 731 gemauerten Rundbögen ist heute undenkbar. Ihre Geschichte beginnt 1877 mit Fertigstellung der Ringbahn. Nur drei Jahre dauerten die Bauarbeiten quer durch die Stadt. Am 7. Februar 1882 rollte dann der erste Zug über die neue Stadteisenbahn. Schnell nehmen die Berliner die neue Eisenbahn an. 1896 dann die ersten bewegten Filmszenen am Alexanderplatz. Die Stadtbahn muss sich dem steigenden Verkehr anpassen. Eine neue Halle für den Alex und neue Lokomotiven für die Stadtbahnzüge bringt das neue Jahrhundert. . 1928 wird elektrisiert. Die rot-beigen Gleichstromzüge verdrängen den Dampfbetrieb. Die Fahrzeiten verkürzen sich deutlich. Die Züge fahren im Minutentakt. Parallel dazu die Fernbahn. Aus- und Einblicke in den späten 30er Jahren. Das Ende ist bekannt. Berlin liegt im April 1945 in Schutt und Asche. Der Eisenbahnverkehr kommt gänzlich zum Erliegen. Bis August 1945 ruhte auch auf der Stadtbahn der Verkehr. Die ersten Züge rollen durch ein Trümmermeer. In den Nachkriegsjahren verändern Neubauten und Enttrümmerung das Bild an der Viaduktbahn. Am Alex rollt ein Stadtbahnzug Richtung Westen. Der 13. August 1961. Der Westteil der Stadt wird eingemauert. Der Westen ruft zum Boykott auf.
denn die S-Bahn bleibt in ostzonaler Verwaltung. Nur noch Interzonenzüge dürfen jetzt die Stadtbahn auf ganzer Länge befahren. In den 70er Jahren zogen noch Dampfloks der Baureihe 015 die Züge. Die Westberliner City in der Kantstraße am Theater des Westens. Ausfahrt für den Interzonenzug nach München. Bis in die späten 70er Jahre dominierte im Berlin-Verkehr noch die Dampflok. Erst mit der Baureihe 132, einem Port aus der Sowjetunion, hatte die Reichsbahn eine leistungsstarke Diesellok. Im Morgendunst erreicht ein Zug den Bahnhof Zoo. Dann der 9. November 1989. Freiheit für 16 Millionen Deutsche. Bilder, die um die Welt gehen. Bahnsteig B im Bahnhof Friedrichstraße. Bisheriger Endpunkt für Züge aus dem Westnetz. Güst im Sprachgebrauch der DDR-Organe. Grenzübergangsstelle für den Westbürger. Ein paar Meter weiter am Bahnsteig C hatten die Züge aus dem Ostnetz ihren Endpunkt. Separiert durch eine massive Sichtblende waren hier Ost und West getrennt, bewacht durch unzählige Kameras. In den Tagen nach dem Mauerfall kehrte in West-Berlin das Leben auf die Stadtbahn zurück. Allein aber kam die BVG, sie betrieb ab 1984 die S-Bahn im Westen, den Ansturm aus dem Osten nicht meistern. Plötzlich geht das bisher Unmögliche. Die Reichsbahn schickt zusätzliche Züge, die in die BVG ja eingekuppelt werden. Hochbetrieb in Berlin-Charlottenburg. So volle Züge gab es im Westen Berlins seit fast 30 Jahren nicht mehr, trotz der eingesetzten 8 Wagenzüge. In den nächsten Monaten überschlagen sich die Ereignisse. Die geplante Währungsunion und die Wiedervereinigung lassen auch die Stadtbahn wieder eins werden. Im Bahnhof Friedrichstraße sind im Sommer 1990 die Gleise Richtung Westen bereits wieder gelegt. Juli 1990, großer Bahnhof in Friedrichstraße. Feierlich wird die Wiederverbindung der Stadtbahn gefeiert. Der leerte Stadtbahnhof im Sommer 1990. Jetzt mit ungewohnten S-Bahn-Fahrzeugen. Sie waren bisher nur im Ostnetz unterwegs. In den Jahren danach normalisierte sich der Betrieb. Doch eine grundlegende Sanierung und Modernisierung lässt sich nicht umgehen. Dazu muss aber der Fernverkehr ruhen. Vor der Sperrung rollen Ostern 1994 noch einmal Dampfloks über die ehrwürdige Viaduktbahn.
Hier 01:15:31 vor dem Ostbahnhof. Höhepunkt ist der Pendelzug zwischen dem damaligen Hauptbahnhof und Zoo mit 03:10:10. Am Zugschluss die Cottbusser 03204. Im Sandwich dampften die beiden Lokomotiven sechsmal hin und her. Beeindruckende Bilder am S-Bahnhof Janowitzbrücke. Parallel fährt ein historischer S-Bahn-Zug. Aus- und Einblicke auf der Berliner Stadtbahn. Durchfahrt im Lehrter Stadtbahnhof. 13 Jahre danach ist der Ort kaum wiederzuerkennen. Ein Intercity ist auf dem Weg Richtung Osten. 125 Jahre Berliner Stadtbahn. Davon fast 30 Jahre lang in Ost und West getrennt und als S-Bahn-Zubringer zur Grenzstation Friedrichstraße zweckentfremdet. Unvergessen sind diese Bilder am Humboldthafen. Die Stadtbahn im Niemandsland.